Hallo, ich begrüße Sie hier auf Neu1 zum aktuellen Neu1-Journal. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in dieser Sendung schauen wir an der hintersten Mühle vorbei und zeigen, dass man dort auch Urlaub machen kann. Und wir werfen aus aktuellem Anlass einen Blick auf das Kunsterbe der DDR, auch in der Viertore-Stadt. Beginnen wollen wir aber mit einem Tipp aus heutigem Kunstgeschehen. Nur wenigen Malern gelingt es, ihrer Kreativität auch vor Publikum freien Lauf zu lassen. Tom Wollenberg hingegen hat das Live-Painting für sich entdeckt. Wenn ich arbeite, ist es normalerweise so, dass ich schon versuche, erstmal ohne Ideen zu diesem Live-Painting zu gehen. Und am Ende, wenn ich dann halt anfange oder bevor ich anfange, nochmal kurz umherzugucken, entweder von der Musik ein bisschen was aufzunehmen, von den Leuten, die dort erscheinen, ein bisschen was aufzunehmen und einfach die Stimmung ein bisschen zu lesen und die in das Bild einfließen zu lassen. Tom Wollenberg ist mit seinem Atelier im Kunstraum Halle 14 auf dem RWN-Gelände beheimatet. Hier schafft er vielfältige Bildwelten, experimentiert mit verschiedenen Formen, Stilen und Techniken der Malerei. Hin und wieder aber begibt er sich auch auf die Bühne, lässt das Publikum am Entstehungsprozess seiner Werke teilhaben. Das kommt gut an. Die Zahl derer, die ihn bei diesem Prozess begleiten wollen, steigt. Ich glaube, das ist dieser Bob Ross-Effekt. Ne? Ich kenne das noch von damals, wenn du Fernseher angemacht hattest und dann irgendwie abends dieser alte Titel angefangen hatte zu malen und man stundenlang einfach vor seinen Bildern dann versunken da saß und ihm zugeguckt hatte. Ich glaube, Leute oder ich auch selber liebe es einfach zu sehen, wie aus dem Nichts irgendwie was erschaffen wird. Ne? Du hast eine leere Leinwand und irgendwann ist sie einfach bunt gefüllt und das kann ja alles sein. Es entsteht einfach ein Universum aus dem Nichts und ich glaube, das ist das, was die Leute interessiert. Genau. Gut, dass sich schon bald die nächste Gelegenheit bietet, ihm beim Malen über die Schulter zu schauen. Am 13. September lädt Tom Wollenberg gemeinsam mit den Inhabern des Weinander zum Live-Painting ein. Ab 19 Uhr im Weinladen in der Neubrandenburger Innenstadt, Turmstraße 26. Und wir haben noch einen Termin zum Vormerken. Jedenfalls für alle jungen Leute, für die es Zeit ist, sich beruflich zu orientieren. Am 13. September öffnen sich die Karrierewelten. Die Aus- und Weiterbildungsmesse geht in ihre zweite Auflage. Mit 140 Ausstellern aus dem Handel, der Industrie, dem Handwerk und den Dienstleistungsbereichen ist das Jahn-Sportforum sozusagen bereits ausverkauft. Mehr geht nicht. Angeboten werden über 2000 Ausbildungsplätze in 220 Berufen. Bei rund 85% der Aussteller stehen darüber hinaus auch Praktikumsplätze zur Verfügung. Damit sei die Karrierewelten die größte duale Berufsbildungsmesse in MV, informierten die IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern, die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern und die Stadt Neubrandenburg als gemeinsame Organisatoren. Ein Alleinstellungsmerkmal sei, dass Ausbildungssuchende hier direkt mit Unternehmern und Inhabern, Ausbildern und potenziell zukünftigen Kollegen in Kontakt kommen können, so IHK-Hauptgeschäftsführer Thorsten Harsch. Ein wichtiges Anliegen der Messe sei aber auch das Thema Weiterbildung zum gemeinsamen Vorteil von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir wissen, dass 31% der Mitarbeiter in den Unternehmen haben entweder mal einen völlig anderen Beruf gelernt, als sie jetzt als Tätigkeit ausüben, oder sie haben eventuell gar keinen Abschluss. Und da ist Weiterbildung wichtig, damit diese Transformationsprozesse in den Unternehmen, die Umstellungen, die mit Energiewende und vielen anderen Themen zu tun haben, mit einer vorhandenen Belegschaft realisiert werden können. Die Mitarbeiter kennen ihr Unternehmen, die Unternehmer kennen ihre Mitarbeiter. Und gemeinschaftlich diesen Weg über die Qualifizierung zu gehen, ist für beide Seiten sehr von Vorteil. Ziel der IHK und HWK ist es darüber hinaus, auch Abiturienten die Vorteile einer Ausbildung aufzuzeigen. Denn gute Karrierechancen und lukrative Gehälter bedürfen längst keines Hochschul- oder Universitätsabschlusses mehr. Also ich würde das auf den Punkt bringen, kannst du was, bist du was? Und wenn man was kann, dann muss man natürlich vorher auch gelernt haben. Und ich denke, so ein Ausbildungsberuf ist da die beste Basis dafür. Man kann unwahrscheinlich viele handwerkliche, tolle Dinge machen. Man ist Teil einer Energiewende, wo man Solartoren aufs Dach bringt, wo man die E-Mobilität mit sozusagen auf die Straße bringt und viele andere Dinge. Und man lernt tatsächlich was fürs Leben. Und darauf kann man sich immer wieder berufen in späteren Phasen. Aktuell sind allein im Kammerbezirk der IHK Neubrandenburg noch 1200 Lehrstellen unbesetzt. Dem stehen rund 900 unvermittelte Jugendliche gegenüber.
So bieten sich auch für Spätentschlossene auf der Karrierewelt noch Angebote für das beginnende Ausbildungsjahr. Die Chancen für eine erfolgreiche Berufskarriere stehen derzeit ohnehin so gut wie selten zuvor. Das liegt an den Babyboomern, die in absehbarer Zeit in Rente gehen. Die Region hat Weltmarktführer, die Region hat für alle Branchen, für alle Berufe interessante Angebote. Und sich einen Überblick zu verschaffen, bei 140 Ausstellern wirklich alles kennenzulernen, von der Industrie bis zur Tourismuswirtschaft, ist alles dabei. Dafür bietet die Karrierewelten die beste Bühne. Motivation einpacken, vorbeischauen, Gespräche suchen, eigene Interessen identifizieren und am Ende die erste Sprosse der Karriereleiter betreten. Am 13. September von 9 bis 18 Uhr Karrierewelten im Jahn-Sportforum Neubrandenburg. Frische Produkte in Bio-Qualität zu fairen Preisen. Individuell online zusammenstellbar. Per Lieferservice direkt vor die Haustür. Der Biomarkt Neubrandenburg. Qualitätshandwerk aus Neubrandenburg, Meban. Die Spezialisten für maßgeschneiderte Verschönerung ihres Eigenheims. Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Vom fachlich fundierten Beratungsgespräch über die individuelle Fertigung bis zur professionellen Endmontage, inklusive Wartungsservice und Festpreisgarantie. Unser Rundum-Sorglos-Paket zur Optimierung Ihrer Wohn- und Lebensqualität. Schauen Sie vorbei oder machen Sie mit uns gleich einen Termin direkt vor Ort aus. Wir unterstützen und begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrem Traumhaus. Meban. Immer fair, immer gut, immer an Ihrer Seite. Ich liebe die sportliche Herausforderung. Das ist für mich ein Lebenselixier. Als ich vor circa 2 Jahren bei einem Golfturnier ganz fürchterliche Schmerzen in meinem Hüftgelenk hatte, war es für mich eine mittlere Katastrophe. Dann habe ich von Rosaxan gehört. Und seit ich Rosaxan einnehme, sind diese Schmerzen komplett verschwunden. Jetzt kann ich mich endlich wieder meinen neuen sportlichen Zielen hingeben und freue mich sehr darauf. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Sehr geehrte Damen und Herren, die Lage ist prekär. Die Menschen, die dieses Land aufgebaut haben, werden im Stich gelassen. Die Sozialversicherung, insbesondere die Kranken- und Pflegeversicherung, stehen vor einer finanziellen und personellen Katastrophe. Wer keinen Pflegedienst findet oder sich keinen leisten kann, der muss als Familie selber pflegen. Wer selber pflegt, der fehlt. Er fehlt am Arbeitsplatz, er fehlt in der Wirtschaft. Der Pflegekrise folgt die Wirtschaftskrise. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Pflege gestalten. Packen wir es an, kommen Sie zu unseren Bürgerdialogen. Mehr Informationen finden Sie in der regionalen Presse oder auf www.pflegeleidenschaft.de.
Beiträge rund ums Wohnen in Neubrandenburg. Monatlich neu, zu sehen täglich. Hier auf Neu 1, das Neuwoges-Magazin. Willkommen zurück. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die DDR-Zeit ist Teil der Neubrandenburger Stadtgeschichte. Noch dazu für die Stadt in ihrem jetzigen Gepräge ein nicht unbedeutender Teil. Eine aktuelle Publikation widmet sich jetzt detailliert dem sozialistischen Kunsterbe im Norden. Marx und Lenin als Vordenker und Wegbereiter für den deutschen Arbeiter- und Bauernstaat. Im Neubrandenburger Rathaus grüßt die ideologisch aufgeladene Kunst der DDR seit einigen Jahren wieder von den Wänden. Zeitgemäß sei es, diese Werke zu erhalten und wieder in die Öffentlichkeit zu rücken, sind sich die Beteiligten des Projekts Drinnen und Draußen Kunst im Norden der DDR einig. Denn nach der Wende seien viele dieser Zeitzeugnisse verschwunden. Es gehe hier auch um Identität, meint Kultusministerin Bettina Martin, denn man müsse die Gelegenheit finden, die eigene Geschichte aufzuarbeiten, um sie verstehen zu können. Das ist eine Zeit, die haben die Menschen erlebt. Das ist ein Alltag gewesen. Und darüber müssen wir Bescheid wissen. Und darüber müssen wir auch informieren. Und es gibt auch natürlich Kunst aus der Zeit der DDR, die wertvoll ist, auf die wir stolz sein können. Und insofern müssen wir uns dieser Epoche mehr kulturhistorisch auch widmen, wissenschaftlich widmen und das auch kommunizieren. Wie hier im ehemaligen Speisesaal des VEB Kraftverkehr in der Walliner Straße hat Neubrandenburg als geplante sozialistische Modellstadt vergleichsweise viele Kunst- und Bauwerke der DDR im öffentlichen Raum zu bieten. Längst nicht alle widmen sich der Propaganda. Sie zeugen jedoch von jener Epoche zwischen 1949 und 1989, die man Ostmoderne nennt. Doch auch hier wich nach der Wende einstige Bausubstanz modernen Materialien. Jetzt ist aber die Zeit zu sagen, okay, was ist denn noch da, was ist authentisch noch da und warum ist es wichtig, dieses oder jenes Gebäude zu erhalten oder auch ein ganzes Gebäudeensemble zu erhalten, um nachfolgenden Generationen zu erklären, was hat man damals konzipiert, warum hat man das so konzipiert, welche Materialien hatte, welche Engpässe hatte man. Und gerade jetzt ist noch der Zeitpunkt, dass wir einige solcher unveränderten Zeugnisse haben. Das wird in 10, 15 Jahren, wenn man nicht drauf guckt, nicht mehr der Fall sein. So war es unter anderem Aufgabe des Projekts, die erhaltenen Kunst- und Bauwerke aus DDR-Tagen zu identifizieren, zu katalogisieren und auf ihren Erhaltungswert zu prüfen. Das Denkmalpflegeamt hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Neubrandenburg, unterstützt durch das Kultusministerium sowie die Ostdeutsche und die Neubrandenburger Sparkassenstiftung, einen Tagungsband und einen Stadtführer zum Thema herausgebracht. Auch der digitale Stadtrundgang auf der Webseite der Viertore-Stadt wurde in diesem Zuge erweitert. Stand zunächst die Kunst der ehemaligen DDR im Vordergrund, soll sich ein Nachfolgeprojekt nun gezielt der DDR-Baukultur, am Beispiel Neubrandenburgs, widmen. 31.000 Denkmalschutzobjekte zählt die Liste des Landesamts für Kultur- und Denkmalpflege. Nur 700 stammen aktuell aus DDR-Zeiten. Jetzt wollen wir Sie mitnehmen an die hinterste Mühle. Das Areal im Osten Neubrandenburgs ist nicht nur für einen erholsamen oder lehrreichen Tagesbesuch die richtige Adresse. Noch vor den nun schon wieder geendeten Ferien begleiteten wir Besuch aus Straßburg in das Feriendorf Neubrandenburg. Halb 10 Uhr morgens an der hintersten Mühle. Zum Beginn der letzten Schulwoche vor den großen Ferien steht nicht nur ein wunderschöner Sommertag in den Startlöchern. Auch Hausmeister Erwin Bosso macht sich jetzt auf den Weg. Er fährt zum Bahnhof. Schülerinnen und Schüler der regionalen Schule am Wasserturm aus Straßburg treffen in Neubrandenburg ein und Herr Bosso holt mit dem Transporter das Gepäck ab. Zur hintersten Mühle wollen die Sechstklässler dann nämlich auch gleich ein Stückchen durch den Sommer wandern. Diese drei Mädels, zwei Jungs und Betreuer David Möbius haben uns eingeladen, sie ein wenig mit der Kamera zu begleiten.
Als erstes genießt selbst der naturgewöhnte Besuch aus der Uckermark die Idylle rund um den Mühlenteich. Insgesamt 13 Mädchen und Jungen freuen sich hier auf drei gemeinsame, erlebnisreiche Tage zum Schuljahresabschluss. An der hintersten Mühle stehen nicht nur die vielseitigen Freizeit- und Bildungsangebote des Areals und des Sozial- und Jugendzentrums parat. Hier vor Ort, mitten im Grünen, sind Gäste auch gleich gut versorgt und untergebracht. Einzug in das Feriendorf Neubrandenburg. An der hintersten Mühle haben wir seit jetzt schon fast 25 Jahren ein Feriendorf. Das wurde über die Jahre immer erweitert und modernisiert. Und jetzt im Moment haben wir 66 Betten in 10 Häusern. Die Häuser sind für Schulklassen, für Hortgruppen, aber auch für Familien geeignet. 10 Häuser sind so wie in der Jugendherberge mit Doppelstockbetten gebaut und 3 Häuser stehen für Familien zur Verfügung. Darin befindet sich Fernseher, Küche, also alles, was man auch mal für einen kleinen Urlaub benötigt. Für unsere Schulklasse sind natürlich Häuschen mit Jugendherberge-Ausstattung ideal. Erst einmal ist Akklimatisieren, Einrichten und ein wenig Runterkommen angesagt. Also wir sind ja vor uns erst angekommen und danach haben wir gleich sofort gegessen. Es gab Kartoffeln mit Erbsen und so eine Soße und Fleisch und das hat voll gut geschmeckt. Und es geht gut weiter, denn im Feriendorf fühlen sich alle gleich auch richtig wohl. Und so kann dann eine kleine Mittagspause eingelegt werden. Am Sozial- und Jugendzentrum laufen derweil schon die Vorbereitungen für das Nachmittagsprogramm. Und das lautet: Vom Schaf zum Schal. Einmal erfahren die Kinder auf dem Tierhof was über Haltung, Pflege und Ernährung der Schafe. Und im zweiten Teil erfahren sie denn, was man aus Schafwolle machen kann. Nicht zu doll drücken? Wollen wir schon mal Buletten gedreht? Ja. Wir bleiben gleich bei Uta Graf, denn unsere Gruppe fängt mit dem zweiten Teil des Projektes, der Wollverarbeitung, an. Nassfilzen steht auf dem Plan und dazu braucht es ein wenig Ausdauer. Die Wolle muss ordentlich mit Seifenwasser bearbeitet und geknäuelt, gedrückt und gerollt werden. Die natürliche Schuppenstruktur der Wolle stellt sich durch Wasser und Seife auf und verfestigt sich durch Druck und Bewegung. Ein gleichmäßiger Filz entsteht, den man zu vielerlei nützlichen oder auch einfach nur schönen Dingen verarbeiten kann. Also ich habe eine Blume gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe es halt noch nie gemacht. Und dafür, dass ich das erste Mal gemacht habe, denke ich, ich habe es ganz gut gemacht. Und ich freue mich halt auch die Sachen, die wir jetzt noch machen. Es fehlt ja noch der Ursprung der Wolle. Dazu geht es nach nebenan auf den Schulbauernhof. Hier gibt es Tiere zum Anfassen und Heike Maas kann durch ihre jahrelange Arbeit mit Tieren anschaulich viel Wissen auch über die Wolllieferanten, die Schafe, vermitteln. Verhalten und Bedürfnisse unserer tierischen Mitgeschöpfe sind hier hautnah erlebbar. Nur ein Punkt, der Betreuer David Möbius begeistert. Ich war schon mal hier und dann habe ich mich halt auch entschlossen, wieder mitzukommen. Weil es ist einfach geil, ne? Die Tiere hier, der Ausblick, das Schlafen fetzt hier, diese Bungalows, total geil. Nach dieser Empfehlung verabschieden wir uns vom sympathischen Besuch aus Straßburg. Alle Informationen rund um die hinterste Mühle, ihre Angebote und einen umfangreichen neuen Webauftritt zum hiesigen Feriendorf Neubrandenburg gibt es im Internet unter den eingeblendeten Adressen. Hallo und herzlich willkommen im Autowaschpark Picobello. Ich bin Katja Nawrocki, Inhaberin und Geschäftsführerin vom Autowaschpark Picobello. Mein Betrieb gibt es seit 1994, welchen meine Eltern aufgebaut haben. Damals wie heute legen wir großen Wert auf Qualität.
Aus diesem Grund habe ich im Oktober 2019 eine komplette Sanierung durchgeführt und eine moderne Waschstraße mit textilem Waschmaterial einbauen lassen. Bei uns kümmern sich 7 Mitarbeiter um Ihr Auto. Zusätzlich zur Autowäsche bieten wir ein umfangreiches Angebot an Reinigung und Pflege an. Dafür steht Ihnen unsere Pflegeabteilung zur Verfügung. Und zu guter Letzt haben wir seit 2003 ein eigenes Reisebüro, das Reisebüro Picobello. Am regionalen beruflichen Bildungszentrum Müritz soll zum Start des Schuljahres 2024/25 ein digitales Kompetenzzentrum für Holztechnik für die Auszubildenden eingerichtet werden. Dafür gab es vom Land Mecklenburg-Vorpommern einen Zuwendungsbescheid. Für die Übergabe reiste die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig höchstpersönlich an, um sich, wie sie sagte, auch selbst ein Bild von der besten Schule Deutschlands zu machen, denn diese Auszeichnung bekam das RBB im Jahr 2022 für besondere Leistungen in der Unterrichtsqualität. Mit dem Errichten des digitalen Kompetenzzentrums kommt nun noch mehr Qualität ins Haus. Wir haben ja schon ein FabLab mit einer CNC-Maschine hier bei uns im Haus und werden jetzt eine entsprechende digitale Holzwerkstatt bekommen. Das heißt, ganz unterschiedliche Maschinen, die miteinander auch verknüpft werden können und Prozesse im Vorfeld von den Schülern durchdacht werden können und nachher auch in den entsprechenden Laboren umgesetzt werden können. Das digitale Kompetenzzentrum dient der Ausbildung der bereits beschulten Berufe des Berufsbereichs Holztechnik und der dualen Ausbildung. Um den Ansprüchen der modernsten Ausbildungsstandards gerecht zu werden, ist im Kompetenzzentrum für Holztechnik die technische Modernisierung und Anpassung der Raumausstattung erforderlich. Die Qualität des Unterrichts wird dadurch noch weiter verbessert und das ist wichtig in diesen Zeiten, so Schulleiterin Birgit Köpnick. Wir gehen in eine ganz andere Zukunft. Diese ist geprägt durch Digitalisierung. Und Digitalisierung hält natürlich auch in den unterschiedlichen Berufsbereichen Einzug. Und insofern ist es also ganz wichtig, dass wir uns auch im Bereich der Holztechnik anders aufstellen und natürlich uns den Gegebenheiten in der Wirtschaft anpassen. Und ich kann natürlich nur entsprechende Inhalte gut vermitteln, wenn ich sie auch in der Praxis nochmal umsetzen kann. Und da helfen uns jetzt natürlich die entsprechend neuen Maschinen, um den Arbeitsprozess einfach nochmal etwas konkreter werden zu lassen. Das regionale berufliche Bildungszentrum bietet neben der dualen Ausbildung in 6 Berufsbereichen auch die Möglichkeit, im Fachgymnasium mit den Fachrichtungen Gestaltungs- und Medientechnik, Wirtschaft sowie Gesundheit und Pflege die allgemeine Hochschulreife zu erwerben. 70 Jahre Neuwoba, unser Zuhause seit Generationen. Immer am Puls der Zeit sind wir verlässlich für Neubrandenburg und seine Menschen da. Die Neuwoba präsentiert Ihnen das Wetter auf Neu 1.
70 Jahre Neuwoba, unser Zuhause seit Generationen. Immer am Puls der Zeit sind wir verlässlich für Neubrandenburg und seine Menschen da. Die Neuwoba präsentierte Ihnen das Wetter auf Neu 1. Mit den Wetteraussichten zum Start in den September sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.